tue, wenn du Hurensohn begraben liegst. Ich fick dein Leben so krass, dass du Ficker nur im Gnade flehst. Werd'n schnell zu sterben, wenn ich meine Arme hebe. Ich Bitch, bleib's auf die Hure, hagelt, bis es tiefe Narben gibt. Ich ficke dich so krass, dass du nie wieder ein Wort sprichst. Dann mach ein Zeichen ab, sofort mein Faustabdruck in deinem Gesicht. Du Lauch, guck mich nicht an, du ehrenloser Hund. Was du getan hast, ist nicht cool, das nennt man bei uns Todesgrund. Und glaub mir, was ich dir jetzt sage, das ist wahr. Denn als die Schnalle, die du Freunde nennst, das letzte Mal bei mir war, sagte sie, dass du so hässlich bist und sie mich krass vermisst, weil du so klein bist und ich benimmst wie ein kleines Hurenkind. Ich sage dir, das ist keine Warnung, Schwuchtel, das ist ein Versprechen, dass ich mir zu jenem Tag erbunden ist. Yo, YouTube, was geht ab? Tiger ist wieder back am Start und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich darf euch heute mal wieder hier unterhalten und ich habe auch natürlich ein spritziges Thema mitgebracht. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon am Thumbnail oder so gelesen. Aber bevor ich zu dem komme, möchte ich noch eine Sache ansprechen, denn dass am Anfang heute ein bestimmter Song lief, das war nicht Zufall, meine Freunde, ja, also falls ihr mehr von diesem Produzenten, hören wollt, schaut einfach in die Beschreibung, dort findet ihr verschiedene Links zu seinem Facebook, zu seinem YouTube, was auch immer, und könnt euch auf jeden Fall mehr von ihm anhören, denn ich finde, dass auf jeden Fall richtig krass ist, also schaut auf jeden Fall bei dem Produzenten vorbei und ja, bei dem Interpreten, was auch immer. So, aber bevor wir zu meiner heutigen Geschichte kommen, oder halt Story, keine Ahnung, zu meinem Thema, möchte ich noch eine Sache sagen, denn vielleicht haben es die ein oder anderen bemerkt, ja, die letzten Tage kam halt nicht so viel, der Grund ist, wir wissen es ja, es sind gerade Ferien, manche sind in Urlaub und hat halt nicht jederzeit ein Video zu produzieren, aber jetzt hat auf jeden Fall bei vielen wieder die Schule angefangen und jetzt werden auch auf jeden Fall wieder regelmäßige Videos kommen. Wir haben uns auch vorgenommen, Daily Upload zu machen, also darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen, doch wir brauchen noch ein paar Kommentatoren, also falls ihr vielleicht Bock habt, den VP-Clan zu joinen, meldet euch einfach bei uns und vielleicht könnt ihr ja als Kommentator joinen. Dann noch eine Sache, es wird dabei noch keine 6K-Montage kommen, wegen einigen Komplikationen, darauf muss ich jetzt nicht eingehen, aber ich schätze mal, wenn wir die 7K erreichen, dann wird eine richtig fette Montage kommen, also darauf könnt ihr euch auch schon mal gefasst machen und es wird auch ein eigener Kanal-Trailer für unseren Clan kommen und der wird auch richtig nice, Leute. Dann werden noch viele Live-Commentaries kommen, falls ihr Bock habt, euch ein paar Live-Commentaries zu geben. Und falls jemand vielleicht am Wochenende halt viel Zeit hat und ihm ist gerade langweilig, ihr könnt am Freitag, am Samstag und am Sonntag auf Twitch vorbeischauen, einfach VP-Clan eingeben oder so, denn wir streamen immer am Wochenende, Uhrzeit ist nicht genau festgelegt, aber ich schätze mal immer so gegen Abend und da könnt ihr ab und zu vorbeischauen, mit uns ein bisschen chillen, falls ihr Bock habt, also das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, also wie gesagt, einfach locker flockig auf Twitch vorbeischauen, falls euch mal am Wochenende langweilig ist. Ja, ich denke, das sollte es eigentlich alles gewesen sein und kommen wir zur heutigen Story, denn ja, ihr habt es bestimmt schon gelesen, ja, mit 12 Sex gehabt oder so, denn ich hatte mal in meiner Klasse, die ist jetzt zum Glück nicht mehr an meiner Schule, da bin ich auch froh darüber, das war die größte Hure aller Zeiten, die ich jemals kennengelernt habe, ja. Also die war auf jeden Fall in meiner Klasse und ich glaube, das war, ich weiß nicht, in der dritten oder in der vierten Klasse, also da war man so, ja, da war ich vielleicht 12, 13 Jahre alt oder so. Und da hatten wir so eine richtige Hure in der Klasse, Alter, die mochte einfach niemand. Und Leute, das war so ein Stück Scheiße, ohne Witz. Die hat sich auch so gekleidet, hat sich so geschminkt und ihre Frisur, ach nee, hör mir auf. Das war ein richtiger, nee, ich möchte jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall, das war so eine richtige Hure, ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Und Leute, was die uns immer erzählt hat, Alter, nicht mehr normal, Alter. Was hat sie da uns mal erzählt? Ach genau, sie hat einfach mal damit angegeben und ich weiß nicht, wie man mit sowas angeben kann, wenn man erst 12 Jahre alt ist oder so, dass sie schon mit dem Kerl Sex hatte, dass sie mit dem gefickt hat und was weiß ich. Die hat die ganze Zeit damit angegeben, dann hat sie uns noch erzählt, dass der eine Typ mal auf ihre Bettwäsche gewichst hat oder keine Ahnung, hat uns alles nicht interessiert und die ist uns immer hinterhergelaufen und hat uns diese uninteressanten Storys erzählt, die uns überhaupt nicht interessiert haben.
und das war einfach die schlimmste Hure. Zum Glück ist die jetzt nicht mehr in unserer Schule. Also das ist einfach echt nicht mehr normal, was heutzutage mit der Jugend los ist. Ich bin auch eigentlich, ja genau Leute, das ist ja überhaupt das Geilste, das ist mir gerade jetzt beim Commentary eingefallen. Denn sie hat uns mal erzählt, dass sie schwanger ist. Alles klar, ja? Na, die hat uns mit 12 erzählt, dass sie schwanger ist. Alter, Leute, ich hab's nicht mehr packt, ja? So würde es jetzt auch Datatrix sagen. Ohne Witz, die hat uns auch erzählt, dass sie schwanger ist. Ja, die war halt leicht fett. Sagen wir es mal so, halt nicht so fett, dass sie halt jetzt so Leggings angezogen hat und dass ihre Oberschenkel fetter waren als wir alle zusammen oder keine Ahnung, aber die war halt ein bisschen fett und da hat man das sogar geglaubt, ja, ich meine, da waren wir 12 oder so, da glaubt man noch den ein oder anderen Scheiß, aber die hat uns das wirklich erzählt, dass, oh nein, Leute, das war einfach nur die größte Hure, ohne Witz, und ja, das wollte ich jetzt einfach mal erzählen, weil die Jugend von heute, oh shit, ich möchte gar nicht wissen, was bald in der Zukunft so passieren wird, was da alles los sein wird, denn wir sehen es ja, es wird immer schlimmer, aber naja, davon wollte ich euch heute einfach mal erzählen, Leute. Und ja, schaut auf jeden Fall beim Gameplayer-Spieler vorbei, beim VP Vexi. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe gerade den Namen nicht ganz genau im Kopf. Und falls euch dieses Kommentar gefallen hat, schaut auch bei mir vorbei. Würde mich sehr freuen. Alle Links sind in der Beschreibung, Leute. Ihr wisst, wie das alles läuft. Bald werdet ihr Black Ops 3 Beta Gameplays auf unserem Kanal sehen. Und ja, also Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Gönnt euch noch einen schönen Tag und bis bald.